wir sammeln uns zum Kampf. Und dann geht es weiter mit einer sehr schönen, sehr eindrucksvollen, wiederholenden Phase, nämlich War, Here to Conquer, Battle Ready, No Retreat. Das wird dann wiederholt ein paar Mal. Und es ist sehr, sehr, achtet mal auf die Gitarrenuntermalung. Die unterstreicht nämlich wunderbar diese Aussagung, indem sie halt einen kleinen Riff immer sehr, sehr passend auf diese Lyrics von Johann legt. Und das finde ich sehr, sehr geil, weil wir in einem späteren Punkt nochmal einen kleinen Twist da drin haben. Darauf gehen wir gleich aus. Danach geht es weiter mit dem, was man wahrscheinlich als erstes als Refrain bezeichnen kann, nämlich Vikings waste the shield wall, hold the front line, fight till death. Und da haben wir natürlich das klassische Berserkerbild des Kriegers, der alle Schmerzen umarmt, alles an Leid erträgt und sich nur dieser Schlacht widmet. Und das ist natürlich auch das Ideal des Berserkers. So. Wir müssen hier mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe die Bäume ein bisschen zu weit gesetzt. Das kann man ja aber gleich einmal korrigieren. Wir brauchen nur definitiv ein paar mehr Bürger. Das passt aber auch wie angegossen hier, ne? Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht gerade viel zu viele auf einmal baue. Zack, zack. Auf jeden Fall geht es nach dem lyrischen Bereich, geht es dann weiter in derselben Manier mit dem, was man gerade so noch als Strophe bezeichnen kann, weil es eigentlich nur eine Aussage ist und die wird auch wieder ein bisschen gesondert von den Lyrics behandelt. Also Johann hat sich tatsächlich erlaubt, ohne von seinem Stil abzuweichen, doch ein bisschen mit den Lyrics herum zu experimentieren, was ich sehr begrüße, weil Johanns Stimme ist sehr eindrucksvoll und er weiß, sie gut zu nutzen. Als nächstes kommt: A chain is never stronger than its weakest link. We hold this wall together, our hearts will never sink. Und das spielt, glaube ich, darauf an, dass Furcht kein Thema für die Berserker gewesen ist. Furcht war etwas, das gibt es für Berserker nicht. Okay, ich hätte die gar nicht abbauen müssen, wenn ich das gerade richtig sehe. Es sah nur so aus. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe hier die großen Laubbäume, glaube ich, verwendet, ne? Weiß ich gerade nicht. Wir können das hier nämlich komplett voll machen. Wir machen hier einfach jetzt mal einen kleinen Park hin. So. Das sieht doch auch mal schön aus und ist, glaube ich, gerade so zwischendrin auch mal was Schönes. Ja, auf jeden Fall, diese Aussage finde ich sehr, sehr geil. A chain is never stronger than its weakest link. Das ist natürlich klar, wenn in einem Shield Wall jemand fällt, dann müssen die anderen dafür mehr Arbeit verrichten und sind anfälliger gegen den Angriff der Gegner. Dementsprechend ist es wichtig, dass möglichst alle stark sind in diesem Shield Wall. Keiner ist unwichtig. Jeder ist dafür verantwortlich, dass der Shield Wall nicht fällt. Und das ist eine Aussage, die ich sehr, sehr, sehr begrüße. Ah, wir haben wieder genug, um die zweite Schule zu bauen. Das machen wir mal kurz. So. Weil es etwas ist, das wir, finde ich, in der Gesellschaft auch wieder mehr berücksichtigen müssen, dass wir nur so stark sind wie unser schwächstes Mitglied in der Gesellschaft. Und das wird heutzutage nicht mehr viel gemacht. Als nächstes haben wir dann einen sich wiederholenden Ausruf von Warfare, Honor, Glory, Death. Und bei jedem dieser Worte achtet auf die Drums. Die Drums untermalen jeden dieser Aufrufe so unglaublich geil. Also da habe ich richtig, richtig, richtig Gänsehaut bekommen. Und zwischen den Wörtern wird die Gitarre perfekt genutzt, um einen Übergang zu schaffen. Und das ist dieser kleine Twist, den ich meinte. Während wir bei dem bei diesen Ausschauts vorher das hatten, dass wir
die Gitarre hatten, die die Wörter unterstrichen hat und die Drums relativ im Hintergrund gewesen sind, haben wir jetzt die Drums, die die Wörter betonen und eine Gitarre, die eher als Übergang, als als Leiter im Prinzip zum nächsten Wort genutzt wird. Richtig, richtig cool gemacht, wie ich finde. Warum dieser Track was mit Berserkern zu tun hat, ist, denke ich, klar. Allgemein halt mit der Schlacht. Als nächstes haben wir in der Tracklist Valkyria. Valkyria ist ein Track, der ein bisschen ruhiger ist, sich mit dem Tod auseinandersetzt eines Kriegers und der halt dieses klassische Wikingerbild auch vermittelt von nach meinem Tod ziehe ich nach Valhall ein, bis dahin möchte ich meine Fähigkeiten im Kampfe unter Beweis stellen und ich bitte die Walküre, meinen Körper zu ermöglichen, so lange wie möglich, bis meine Zeit gekommen ist, das zu unterstützen, und es ist eine schöne Sache, gefällt mir gut, hat jetzt allerdings nicht so diesen unglaublich krassen Effekt wie Shield Wall, sondern ist eher so ein Track für auch mal Luft holen, auch einfach mal gewahr zu werden, was für eine klasse Komposition wieder hinter den ganzen Track steht, den Atem zu holen, um dann zu Raven's Flight zu kommen. Raven's Flight war ja die Single, die wir schon vorher kannten und ist für mich auch unter den Top 3 Tracks. Es ist meine Nummer 2. Fafnir's Gold ist die Nummer 3, Raven's Flight ist die Nummer 2 und Shield World ist die Nummer 1. Für mich auf dem Album, was die reine musikalische Leistung angeht. Und Raven's Flight hat halt wirklich ein unfassbar geiles Thema. Und zwar geht es darum, wie die Wikinger ausziehen, in den Kampf ziehen und wie sie genau wissen, solange der Rabe mit ihnen ist. Und der Rabe steht hier sinnbildlich für Odin, weil Odin ist als der Rabengott, als der Gott der Krieger und als Gott des Krieges allgemein bekannt, nachdem er Tyr wahrscheinlich damals in den Kulturen als Gott des Krieges abgelöst hat. Wird eigentlich letztendlich nur diese Invasion in Northumbrien, also in England, thematisiert, wo die Wikinger mit vielen Schiffen rübergesegelt sind, teilweise die Flüsse entlang gesegelt sind. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr die Serie Vikings geguckt habt, in der das auch thematisiert wird, weil es um Aleas Kopf geht, um den König von Northumbrien zu der Zeit, der dann halt auch mit diesen Wikingerkämpfen konfrontiert wird, und es wird auch darauf eingegangen, dass die Engländer sich immer wieder an Gott gewendet haben, anstatt sich selbst wahrzunehmen als diejenigen, die in der Verantwortung sind, hier ihr Leben zu retten. Also sie haben eher sich an ihren Gott gerettet, als auf sich selbst zu vertrauen. Und das ist etwas, was bei den Wikingern so nicht gab. Klar, es wurden die Götter angerufen und um Segen gebeten, aber es war immer klar, dass die eigentliche Leistung, das eigentliche Können von dem Krieger selbst kommen muss. Und das wird hier damit thematisiert, dass gesagt wird im Refrain: We hold our heads up to the sky and know that we will never die, as long as we stand side by side, as long as we can see the ravens fly. Da gibt es zwei Dinge. Zum einen diese Aussage, as long as we stand side by side. Hier wird wieder die Gemeinschaft hervorgerufen. Hier wird wieder gezeigt, ja, wir sind angewiesen auf jeden einzelnen Krieger. Und gleichzeitig wird gesagt über as long as we can see the ravens fly. Da wird einfach ausgesagt, solange wir sehen, dass wir Odin Ehre bringen, werden wir auch in der Lage sein, unsere Fähigkeiten bis zum Äußeren zu nutzen. Und das ist das, was diese Wikinger-Gesellschaft für mich ausmacht. Du hast nicht einfach nur Individuen, die in der Schlacht versuchen, größtmöglichen Ruhm zu erreichen. Das tun sie auch. Aber sie wollen vor allen Dingen die Gemeinschaft selbst in den Fokus rücken. Sie sind eine Einheit. Jeder Krieger ist wichtig. Es reicht nicht einfach nur ein paar Helden in der Reihe zu haben, es reicht nicht nur diesen Berserker in den Reihen zu haben, sondern sie brauchen wirklich jeden Einzelnen,
Und zwar zu einem Maße, das in anderen Völkern so gar nicht, glaube ich, vorgekommen ist. Und dazu ist halt das Riffwork in Raven's Flight so unglaublich gut. Also Chapeau, Chapeau. Es ist ein super geiler Track. Ich weiß gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen kann, außer halt historischer Hintergrund ist die Invasion von Northumbrien. Und es hat halt wirklich diese Art, wie Wikinger gedacht haben, noch mehr hervorgehoben, als es einige der anderen Tracks schon getan haben. Das finde ich großartig. Also es gibt nichts an diesem Track, was ich nicht gut finde. So, ich brauche wieder einen Schluck Wasser. Musikalisch haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, dass wir die ersten 6 Tracks durchgesprochen haben. Und ich würde tatsächlich die Aufnahme jetzt gleich, also ich werde mich jetzt gleich nochmal ein bisschen um das Spiel kümmern und dann die Aufnahme auch bald zum Ende führen. Oh, 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 wo haben wir Feuer? Da, gleich in der ganzen Siedlung. Warum kann ich mal ein Feuer einfach nur so in einem Haus ausbrechen? Warum muss das immer gleich so massiv sein? Aber wenigstens habe ich hier 2 Feuerwehren, die in Reichweite sind. Das heißt, 2 Häuser werden gleich schon gelöscht und ich hoffe, dass das Feuer in der Zeit nicht übergreifen kann. Um die anderen 6 Tracks kümmern wir uns dann in der nächsten Aufnahme. Um dann auch nochmal auf eure Meinung, eure Kommentare eingehen zu können, von dem ich hoffe, dass ich einige bekomme. Also lasst mir gerne jetzt springt das hier schon über. Lasst mir gerne ein bisschen Information da, was ihr über das neue Album denkt und was ihr über die einzelnen Tracks und die Dinge, die ich dazu gesagt habe, denkt. Wir werden das auch genauso. Wo kommt die Feuerwehr denn her? Ist die von da hinten? Ja, tatsächlich, die ist von da hinten gekommen. Cool. Das würde mich halt mal interessieren, was ihr dazu denkt. Und ob euch das so gefällt, wenn wir das Album so besprechen und uns in der Zeit natürlich weniger um das Spiel kümmern können. Wir haben heute keinen riesigen Fortschritt gemacht. Wir haben jetzt vor allen Dingen unsere Wirtschaft ein bisschen auf stabilere Füße gestellt. Wir müssen immer noch gucken, dass wir vielleicht noch mal ein paar mehr Schweine besorgen. Die Attraktivität ist ordentlich hochgegangen jetzt. Das ist gut. Weil ich muss nämlich wahrscheinlich nochmal eine weitere Schweinezucht bauen. Perfekt, meine Feuerwehr arbeitet super. Achso, die müssen sich die Sachen wahrscheinlich erstmal wieder neu beim Markt holen. Beim Markt holen, habe ich gesagt. Naja, egal. Gucken wir hier. Fisch geht runter. Wir können mal wieder eine Fischerei bauen. Es lohnt sich mal wieder. Ach warte, das war doof, oder? Dann brauchen wir die Straße gar nicht. Sondern wir brauchen einfach nur hier so einen Weg nach oben. Zack, reicht. Volles Lager. Ja, wir haben zu viel Holz. Die sind alle zufrieden. Ich würde tatsächlich gerne, bevor wir hochsteppen, die nächste Insel besiedeln. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch ein paar Bauern hochstufen und mich um eine bessere Würstchenproduktion kümmern. So, wir können hier nochmal was platzieren. Und zwar bauen wir hier mal... Das senkt die Attraktivität auch. Großartig. So, eine zweite Würstchenverarbeitung haben wir gebaut. Das bedeutet aber auch, wir brauchen definitiv nochmal eine weitere Schweinezucht. Also 3 sind immer noch zu wenig. Tatsächlich. Es ist Hardcore, aber es ist tatsächlich der Fall. So, du brauchst nochmal deine Felder, Gwes. 1 kann hier hin, 1 kann hier hin, 1 kann hier hin, 1 kann hier hin, 1 kann hier hin.
Und dann nutzen wir mal die ganzen Ziegel, die wir haben, um hier hinten schon mal anzufangen, damit das alles so ein bisschen zu verschnellern. Indem wir das alles mit Steinstraßen ausstatten. Das mache ich eigentlich immer gerne, vor allen Dingen in den Wirtschaftsbereichen, dass ich halt möglichst früh auf Steinstraßen aufstocke, einfach damit die Wirtschaft halt smoother läuft. So, wir hauen hier nochmal richtig schön die Ziegel raus. Und dann müssen wir uns, glaube ich, wirtschaftlich auch erstmal wieder so ein bisschen Zeit nehmen zum Erholen. Weil wir haben so ein bisschen Gold ausgegeben heute. Also heute war eine teure Folge. Während ich am Anfang noch so dachte, wir sind kurz vor den 60.000, sind wir jetzt schon unter 30.000 gedroppt. Weil wir aber auch sehr, sehr viel an Wirtschaftsgebäuden gebaut haben. Das macht sich natürlich bemerkbar. So. Das ist doch schon mal ein ganzes Stück was gewesen. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade fast 40 Ziegelsteine verpulvert. Und hoffe halt, dass jetzt gerade die Schweinsproduktion dann dementsprechend schneller vonstatten geht. Seife haben wir definitiv genug. Seife könnte ich vielleicht noch ein bisschen was verkaufen. Das ist, glaube ich, jetzt vielleicht mal ganz gut, wenn ich jetzt einfach sage, hier bis zu 110 verkaufen wir. Genauso bei... Oh, das ist sehr gut. Wir haben sehr gute Wolle. Könnten noch eine zweite Bäckerei tatsächlich setzen. Wir verkaufen auch mal bis zu 80 Tonnen runter Seife. Dann können wir dadurch unsere Einnahmen nochmal wieder ein bisschen besser auslegen. Die haben keine so gute Marktanbindung mehr. Hier hinten. Da müsste ich jetzt nicht mal gucken. Also die Marktanbindung wird hier schwächer. Ich werde nach hier noch was an Bauern bauen und ich werde hier hinten nochmal wieder Bauern irgendwo ansiedeln. Also da wird dann halt zwar ein bisschen Lehmverarbeitung mit drin sein, aber drumherum kommen wir nicht. So. Aber für die heutige Aufnahme soll es das gewesen sein. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wie ich das jetzt mit der Album-Review gemacht habe. Das war mein erster Teil einer Album-Review und dadurch, dass ich halt musikalisch nicht so viel Erfahrung habe, beziehungsweise nicht den Hintergrund habe, um euch da wirklich extrem gute Infos zu geben, habe ich mich jetzt mal ein bisschen mehr auf die Lyrics und auf die Songrolle des Albums konzentriert. Und es würde mich mal halt interessieren, was ihr davon denkt, ob ihr das gut findet, ob ihr das gerne öfter haben wollt, weil das wird uns bei Rammstein auch sehr, sehr massiv erwarten, weil ich mir denken kann, dass sie wieder einiges in der Gesellschaft auf die Schippe nehmen. Wir sehen es ja schon in Radio und in Deutschland, den beiden Tracks, die schon raus sind, um die wir uns denn, also die Aufnahme jetzt müsste drei bis vier Folgen gebracht haben. Das heißt, die Reihe, danach kommen dann nochmal drei bis vier Folgen wahrscheinlich für den Rest des Albums. Und danach müsste dann Deutschland auch, müsste Rammstein, das Album heißt ja wahrscheinlich Rammstein, auch erschienen sein. Und ich müsste es dann auch direkt am Release-Tag spätestens erhalten. Vorbestellt ist es in der Special Edition. Und dann würde ich das nämlich genauso mit Rammstein weitermachen. Und ich habe schon die Anfrage bekommen, ob ich vielleicht auch mal das ein oder andere Metal-Album reviewen kann. Und das mache ich sehr gerne. Ich werde es aber nur bei Bands machen, wo ich, beziehungsweise bei Alben machen, auch von Bands, die ich nicht kenne, aber wo ich dann einfach zu dem Album wirklich was zu sagen habe. Das heißt, ich werde mir die Lyrics anschauen, ich werde mir das Album mehrmals anhören und wenn ich dann der Meinung bin, ich kann wirklich was qualitativ Hochwertiges dazu sagen, was auch für euch irgendwie einen Mehrwert hat, dann werde ich es gerne tun. Von daher schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr Alben habt, mit denen ich mich auseinandersetzen soll, und dann schaue ich mir das an.
bis jetzt bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir haben heute nicht so viel über Anno geschnackt, sondern mehr über Mon Amarth. Das wird sich in den nächsten Anno-Folgen wahrscheinlich durchziehen. Aber ich werde schauen, dass ich auch ein bisschen die Balance finde und nicht zu viel über das Album und auch wieder ein bisschen mehr über das Spiel erzähle. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Ich hoffe, dass ihr ein schönes Jahr bisher habt und bis zum nächsten Mal bei Anno 1800. Ciao.